Gepäck nicht habt. Nee. Cursor CD gepickt, richtig. Genau, Cursor CD gepickt, genau. So, Disruptor hat einen Molotov. Das sieht mir sehr nach einem Awash aus. Hier, drei Leute Kevlar, das ist eindeutig. Eigentlich, dass sie da, was sie da vorhaben. Kein Rush. Boah, man hat einen Hit bekommen. Aber das Ziel ist ganz klar, das ist der A. Was ich leicht. Ne, sie kommen da ganz gut durch eigentlich. Boah, schöner Headshot von Asmo. Schade, ich dachte, es wäre Kirby's. Boah, jetzt ein Molotov ans Tor. Das wäre weg. Komm, Disruptor. Boah, er wirft ihn ins Tor, auch nice. Aber sie sind halt schon drin. Schade. Aber Kirby rastet aus. What the fuck? Sehr, sehr gut aus. Das Feuer hat jetzt ein bisschen das Gedudel noch verzögert. Bombe ist noch nicht gelegt. Wird jetzt hinten am Spot geplantet. Jetzt einfach nicht dumm sterben. Sie haben viel zu viel HP schon verloren. Zwei sind richtig low. Kirby sollte vielleicht einfach weggehen. So, jetzt ist kurz, wird nochmal richtig eng. Boah, sauber, Mann. Pistol an die Deutschen. Aber das war richtig knapp. Schöner Molly von Dizzy dann. Auch wenn er. Ja. Hat auf jeden Fall den einen Spieler noch draußen gehalten. Und das war dann. Ja, der entscheidende Faktor, dass die Faculty-Spieler sich. Ja, man hat schon gesehen, dass er in gewisser Weise ein bisschen Chaos vorhanden war. Aber durch die Abhaltung des einen Spielers mit dem Molotow konnten sie sich noch. Ja. Auf andere Positionen verteilen, haben zwar relativ Schaden bekommen und so, es war auch super knapp, aber es wäre noch knapper geworden, wäre dieser Spieler noch da. Das war schon ganz gut von Dizzy. Boah, teilen gut aus in den Pistols, in der Eco hier. Also ich kenne eine Taktik vom Faculty. Mal gucken, ob sie die noch haben. Welche wäre das? Smoken quasi die CT-Base ab. Sagen und rennen dann durch die Mitte sozusagen, also auf A drauf. Ja. Ja. Eine besondere Taktik, aber auf jeden Fall eine Variante, die sie ausgedacht haben. Mal schauen. 11-4 übrigens Halbzeit bei Dynamic. So, noch eine Eco. Bin auch gespannt, ob wir. Ob Kurs auch Autosnipers spielt. Zweifel das stark an. Kopenhagen waren sie auch. Ja. Haben sie da auch gespielt? Hast du es gesehen? Nee, die waren da ziemlich verfeindet mit der Waffe auch. Okay. Also wohl eher nicht. Ja, ich denke nicht. Haben auch ein paar Kommentare von denen halt zu der Waffe. So mit F-Wörtern und so. Nee, das war im normalen Gespräch. Die sind mit 3 HP nur noch. Wie sie auf einmal alle gekippt sind. War kein eindeutiges Ziel und das hat dann einfach. Ja. Jeder einzeln gerade leider vorgegangen und. So, hoffentlich brechen sie deswegen jetzt nicht sofort wieder ein. Du wolltest übrigens schauen, wer in der Mitte sitzt bei Faculty. Auch immer. Jetzt nicht, wie ich das nachgucken könnte, außer Live-Bilder, aber ich denke nicht, dass jetzt schon Bilder hochgeladen sind. Auf dem. Ach, ich weiß gar nicht, welcher Stream das überträgt. Na egal. Ah, stimmt, dieser Isaiah Green oder Blue, ne? Gute Idee. Mantis konnte sogar einen First Track setzen. Einer chillt dann noch in dieser. Mauer. Boah.
Höhen des Shots, ja, Smoey verteilt. Hengas hat man gesagt. Oh, wie sie ebenfalls ihre Eco holen, scheinbar. Boah, welche. Der bangt ihn da. Trotzdem noch die Überzahl für Faculty. Der Blue Screen zeigt leider nur in-game. Aber ich warte mal das Rundenende noch ab. Oh nein, und wieder ist es Dizzy alleine. Schade. Ah, die Runde wäre drin gewesen. Aber war nur eine Teil-Eco. Jetzt wieder Voll-Equip. Sehr viele Smokes, vielleicht spielen sie auch direkt die Taktik. Dadurch, dass Dizzy ein kleiner Weed jetzt von mir, in Klammern, Molotov in der ersten Runde hatte, sagt er gerade, glaube ich, an. Also ich würd's... Und auch Curse hat diesen Boost. Ja. Der Notamerika Boost. Na, geht auch auf. Aber Mantis... Das Problem daran ist, wenn man da quasi gekillt wird von dieser Position und man sofort runtergeht, fragt man nicht von wo das ist und man könnte es quasi nochmal spielen. Hm. Gerade zum Beispiel jetzt der Asmo ist gerade gestorben gegen den. Der wird hundertprozentig nicht wissen können, von wo er jetzt gestorben ist. Und das ist nicht gut. Halt. Ich frage mich gerade, was man dagegen machen kann. Weil so wirklich absmoken kann man dagegen gar nicht. Guck mal, jetzt wird er normal geboostet dort. In der Mitte. Wir brechen das ab. Du smokest gerade für T. Simon wollte da hinten mal sein Sniper-Pad versuchen. Kommt aber auch kein Refrag. Kirby letzter. Posi bekannt, Bombe down. Ist 3 zu 2. Wenig Geld, noch eine Eco bei den Deutschen. Mal schauen, was hier direkt für Grants reinkommen in die Mitte. Nate und Flash. Bei Quantic meistens zwei HEs geflogen. Waren Curse nicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, sind Curse nicht diese Call of Duty-Spieler? Die ehemaligen? Weißt du da was? Nicht genau jetzt, nee. Ich kann mich auch irren, aber ich meine, das war ein Call of Duty-Team, aber kann man komplett falsch liegen. Ich meine auf jeden Fall diesen Michael 3D aus entweder 1.6 oder Source schon mal gehört zu haben. Also einer im Chat schreibt, dass einige von denen wohl wirklich Call of Duty Spieler waren. So, nächste Clip, erstmal auch mit Abe. So, vierter hinten am Aufbauen. Kirby deckt die Cutters. Das ist auf jeden Fall der Standardaufbau, den man von ihnen kennt auf Dust 1. An den kann ich mich noch erinnern. So, und du siehst gerade, Asmo eben wirklich nicht da hoch. Also, er scheint wirklich nicht vorhin gemerkt zu haben, von wo er gekillt wurde. Oh, schöne Flash von hinten. Asmo super Gold. So, wenn sie Sniper-Pad jetzt mal zu zweit einnehmen. 40 Sekunden noch. Oh, jetzt sieht Sniper nochmal rum. Oh, schönes Timing. Oh, mit dem zweiten rechnet Kirby da nicht, leider. Aber. Oh, okay, der Refrag ist da. So, geht jetzt auf A, einer nach dem Tor. Ah, der ist bekannt.
Schöner Schuss von Skelly. Perfekt. Sehr schön. Game von Asmo. Ja. Wichtig, erste Crypt Round, dass man hier dran bleibt. Curse aber mit gutem Geld. Trotzdem die Null steht. Ja. Aber ist egal, sie können. Ich meine, wenn sie hier. Sie machen 11-4 und die sind mit keinem Frag, ist auch scheißegal eigentlich. Solange man die Runden gewinnt. Stark. Also, Mantis wieder am Hitten. Asmo teilt wie gewohnt gute Shots aus. Und wenn die sie jetzt noch ins Spiel findet, dann läuft sie gar nicht so schlecht gerade. Auch hier sind wir in relativ Doppel-Ave, by the way. Ja, ja. Auch hier ein relativ defensiver Aufbau, weil die Mitte schon geblockt wird. Wieder knapp 40 Sekunden. Aber die Position von Curse gefallen mir sehr gut. Hm. Können sich da gegenseitig immer helfen. Wird sehr schwierig. Und jetzt kommt, glaube ich, auch diese Runde, die ich kenne. Ja. Sind jetzt abgesmoked und wollen dann durch das A-Tor rein. Ja. Oh, Enker. Bank noch ein, aber das ist fast egal. Die Bombe ist durch. Asmo hat nach hinten auf der. Ah, die Bombe wird easy gelegt. Wenn Asmo jetzt nicht stirbt. Oh, er hört ihn sehr schön. Hittet ihn in der zweiten Hürde leider nicht. Schleicht jetzt auch. Das muss die vierte Runde sein. Ja, muss. Wird sie auch. Engel macht keine Anstalten, um hinzugehen. Oh, geht doch. Ah, ich kenne Faculty einfach zu gut. Da war richtig Probleme. Es gibt auch noch eine. Ein Ausgleich, vier beide. Das könnte sogar Eco bedeuten bei Curse. Mal schauen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch dann einer der wenigen Spieler, die echt immer Molly dabei haben. Meinst du Dizzy? Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht, ich habe den Anfang nicht gehört. Ich ja, glaube, das war da mein Dizzy, glaube ich, gesagt oder so. Der heiße gerade so. Ja, da hast du recht. Vor allen Dingen auf Inferno haben sie ja so eine Taktik, wo er dann immer Y wegmollied. Die finde ich auch ganz nett. Ah, ich melde mich nochmal von den Files bei dir. Du scheinst ja auch einiges zu kennen. Demos gucken. Wobei, gegen wen müsst ihr ran? Im Halbfinale? Ja, erstmal die Dot-Pixels. Aber im Finale halt gegen Faculty oder Alternate. Moment, du sagst ja Dot-Pixels, gegen wen müssen die im Viertelfinale spielen? Ich glaub, Druckwelle oder so? Ah, okay. Also gehst du schon fest davon aus, dass du gegen. Bei MTF gegen einer von den beiden. Ja, okay. Also gehst du davon aus, dass Dot-Pixels das gewinnt. Denk schon. Okay. So. Irgendwie so, hat es auch Faculty gar nicht nötig, was anderes zu spielen gerade die ganze Zeit, also. Mhm. Ja, läuft ja ganz gut. Keine Arme bei Curse. Das macht's geduld. Aber jetzt mal so einen aggressiveren Spielstil der CTs. Mhm. Ah, du meintest ja vorhin schon, dass das nicht so gut eigentlich ist. Bisher geht's auf. Blocken da die Stege gut. Ziehen sich jetzt wieder Dev zurück. Ja, Mann, muss das gut klappen, also. Aber jetzt. Was Anger danach wollte, ich meine, der Rest zieht sich zurück und er bleibt danach so offensiv. Verstehe ich nicht ganz. 4 gegen 4, gut für Faculty. Eine Smoke noch bei Dizzy, auch Molly noch. Scheint wieder A zu gehen. Molly vielleicht dann fürs Tor wieder. Und nur einer hinten am A.
Sieht gut aus eigentlich. Mitte auch komplett nicht gut gedeckt. So, können jetzt eigentlich A hinten raus. Die sie hat den Molly noch. Boah, sein erster Frag, aber der Rest fällt halt. Oh, Asmo muss Gas geben. Zieht komplett gut weg. Ah, der Asmo war noch drauf, hätte ihn fast noch bekommen. Schade. Also der hatte einen hinten da am A-Spot viel zu viele Frags gesetzt. Wenn sie den eher töten, haben sie eigentlich die Runde. Und wobei es halt auch eine gute Position für die CDs, wenn er da sehr schwer zu killen ist. Ja, er war da hinter da, dieser Mauer, ne, an der Kiste. Man sieht da an als T halt nur den Kopf. Ja. Und das auch nicht mal im ersten Moment, weil man schon, ja, relativ gut getarnt ist. Also. So, ein kleines Zwischenergebnis, du hattest übrigens recht. Dritte Map bei Dynamic gegen Barry Games. 16-7, sogar relativ deutlich. Haben die Amis gewonnen. Mhm. Hätte ich ehrlich gesagt wirklich nicht gedacht. Mal gucken. Mirage. Letzte Map. Vielleicht kommt es wirklich zur ersten Überraschung. Muss ich versuchen, dann nochmal hier offensives Ding. Boom. Ja. Er ist da am Steg. Stan pusht einfach durch. Mit einer Silent-Fläche jedoch, muss man dazu sagen. Hab ich nicht gesehen. Gibt's einen an den Easy PK. Auch diesen Schlitz. Oh, da kriegen sie viel zu viel Damage. Simon allein Cutters. Diese Sachen mit dem Boost, den sie da haben und diesen Schlitz, da sieht man eindeutig, dass die amerikanischen Teams untereinander das trainiert haben. Ja. Zumindest die beiden Teams, die das eben gemacht haben. Also jetzt Curse und wie heißen sie jetzt die davor? Quantic. Quantic haben hundertprozentig gegeneinander trainiert, diese Map. Denke auch. Ich bin einfach direkt. So, diesmal ein kleiner anderer Aufbau spielen. Ah, schade, dass Asmo da stirbt. Also hier, der Doodle holt halt immer die First Steps. Alter, wie Anger da durchfährt. Bam. Krass. Was? Und das mit AK auch noch. Ja, oh. Durch die Smoke. Schwierige Situation für die T-Star, den CD zu killen, und er muss einfach nur auf eine Stelle zielen. Ich fand die Ansage gar nicht so schlecht, dass man jetzt Contact da hinten spielt. Asmo da allein faken lässt, leider ist er halt direkt gestorben. Auf jeden Fall eine gute Idee. Jedoch spielt der Enger jede Runde dort. Und er ist auf jeden Fall eine Gefahr in diesem Gang. Ja. Müsste ihn da erstmal raussprengen. Also irgendwer spielt immer dort in diesem. Ja. Jetzt ist es genau. Stan zum Beispiel. Ja. Gut, das ist eine Eco, aber auch da geht der durch. Da kommt schon Ace. Jetzt geiert er auch da durch. Boah. Ich glaube, niemand anders hätte ihn jetzt gekillt. No Ace for you. Konnte nur Kirby sein, der ihn das Ace versaut. Kleiner Mini-Flame. Das war ja eigentlich kein Flame, oder? War eher das Gegenteil. Ach so, naja. Ein Lob für Kirby. Okay. Es klang so, dass Kirby immer der Letzte ist. So klang es für mich jetzt. Aber gut. Nee, also damit meine ich eigentlich, dass er der Konstanteste im Moment in dem Team ist. Okay. Ja gut. Da habe ich es einfach falsch verstanden. Ja, und dass er der Letzte ist, ist ja. Ohne Grund so. Also wichtigste. Ja, gut, es war halt eine Eco jetzt, also brauchen wir nicht zu viel rein interpretieren. Selbst wenn er der Letzte ist, bin auch der Letzte. Ja. Skadoodle macht echt regelmäßig die First Tracks. Bisschen bitter. Ah, jetzt schaffen sie aber auch alle einzeln. Kommen da gerade nicht mehr mit klar. So, wie sieht's geldmäßig aus für die letzte Runde? Gar nicht so rosig. Weil ein bisschen AKs sind noch drin. Ich würde einfach nochmal diesen Contact da spielen, aber halt vorher diesen Schlauch, der wegspringen, so wie du es gesagt hast.
Wobei, Nades haben sie, glaube ich, nicht. Mich würde echt interessieren, was diese Cursed-Leute dort so an Support bekommen. Der Organisation. Eben die haben Bande doch ein krasses halt LoL-Team, oder? Ja. Eine eigenen Villa und so ein Scheiß halt. Boah, was? Ja. Sozusagen, das ist ja normal bei den LoL-Teams, aber allgemein, diese Curse ist halt extrem krasse, ja, Seite, oder wie soll man es nennen, die haben halt so viele Sachen. Ja, ich verstehe das aber nicht, diese Seite, das ist halt einfach nur so eine Community-Seite und so, du findest halt null Infos über deren Teams. Oder ich bin einfach zu blöd. Aber ja, 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 ist ja richtig. Das ist ja eigentlich nur so eine MMO-Seite halt, ja, so für so Add-ons und so ein Scheiß, aber besitzen ja noch andere Seiten im, keine Ahnung, so, sind unter Besitz von so vielen Seiten, die sehr gut besucht sind und so, aber ich frag mich halt so bieten, also kann man da einiges drunter vorstellen. Naja, egal, es hat nichts mit dem Spiel zu tun. So, jetzt bitte einfach die Runde holen. Aber es ist eine Turn-Situation. Haben sie noch eine Smoke? Ne, eine Flash, die muss er jetzt benutzen. Aber Kirby geht mit der Flash raus. Oh, der ist blind. Sehr schön. Und im zweiten. Boah. Sehr gut. Sehr gut. Auf geht's. 6 T-Runden sind schon mal solide. Pistol hatten sie gewonnen. Das passt eigentlich. Also die Ansage war eindeutig. Sie hatte da noch eine Flash. Hat Kirby angeboten, dass er noch eine Flash hat und dann rausgeschickt. Also, ja. Sehr gutes Teamplay da an der Stelle. Auf jeden Fall. Info bekommen, Mantis sitzt angeblich in der Mitte. Aber ob das jetzt heißt, dass er ansagt, ist natürlich trotzdem schwierig. Ich vermute mal, dass Mantis auf den normalen Maps dann ansagen wird, in Anführungsstrichen natürlich normale Maps, also ja, jetzt hier auf der Map der alte alten Taktiken quasi gespielt werden, die sie schon lange haben und wo die sie noch angesagt hat. Und, ja. Einfach nur, weil die einfach das auch nicht trainiert haben. Sehr schöner First Track. Okay, in den Go super. Sehr schöne Fracks. Was man auch hinten gefightet, hat er glaube ich eine Flash vors Plateau bekommen. Smoke hilft ihm noch gut. Also was mir bei den Faculty-Spielen auffällt, die vor allem jetzt Kirby gerade wieder in eine Situation, also er macht 2 Kills und ist quasi so gut wie gegessen, aber irgendwie wollen die Leute dann immer noch mehr und wenn sie sich da noch lernen würden zu prügeln, Überzahl-Situation clever ausspielen mit Teamplay und nirgendwo probieren, mehr einzeln zu sterben. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt überhaupt diese Tipps gebe, ich Holzkopf, aber keine Ahnung. Dann könnte das halt was werden, aber die werden halt hier die ganze Zeit einzeln rausgepickt, jeder geht mal irgendwo spotten und keine Ahnung, dann jetzt willst kommt du da sogar die noch. Boah, er darf hier nie. Ey. War das nicht 5 gegen 2 oder so? Wie kann er danach legen, bitte? 4 gegen 2 oder sowas. Theoretisch könnten sie sogar legen. Was man viel zu selten sieht. Macht niemand. Ja, es ist schade, finde ich. Ja, ich sag dir genau warum. Ja, aber guck mal, sie haben jetzt MP5, so hier so MP7-Kram. Und eben darum, wenn man den jetzt, ja, quasi diese Waffen lässt. Und dann in der nächsten, also jetzt die nächste Runde kauft, haben sie nur eine Runde mit den
Pistolen, mit den SMGs verbracht, sozusagen, und ja, haben nur eine Runde dieses Bonusgeld bekommen. Müssen dann neue Waffen kaufen, wenn sie nicht sterben sollten. So, und wenn sie dann jetzt noch sterben in der Runde, wie jetzt zum Beispiel hier der Asmo, dann müssen sie sich sogar noch neue Armor kaufen. Und du wirst sehen, zack, die Gelder von den Spielern sind jetzt ziemlich niedrig. Und ja, so gewinnt man dann vielleicht, ja, Asmo, der Autosniper, der geht damit auf A, Minischlitz gucken in den Cutters und schießt einfach... Wie auch, wie viel Schuss auch immer diese Waffe hat, Prefire in die, so einfach Maus 1 gedrückt halten. 120 Schuss, oder? Ja, 30 oder? Pro Magazin, oder? Ich glaube auch. Nee, 20. 20? Ja 20, ja, genau. 20, 90, also 110. Also er schießt da immer einfach. Aber guck mal, manches hat die Waffe behalten. Silent vielleicht von hinten. Boah, ne, verliert sich ja leider. Geht ja zu früh mit Prefire rum. Weißt du, was auch noch krass an dieser Autosniper ist? Nee. Der Kill-Bonus ist einfach normal. Der 300, oder? Ja. Tja, aber A ist, B ist offen. Täten gut daran, die Autos noch durchzukriegen. Wo ist denn schon der Kirby? Er ist einfach schon am T-Base. Ja, der war katastrophal. Also ich war jetzt leider nur auf Asmo in der Runde, es war ein bisschen blöd. Also die sind dann über die Brücke und so gewascht. Ja, Faculty hat hinten eingenommen. Aggressiv oder was? Ja, genau. Mantas hat eine Flash von hinten bekommen, ist dann rumgezogen. Hatte lange Zeit nichts gesehen, ist die Kisten vorgerusht. Und der T da hinten hat ihn dann halt gekillt. Also eigentlich zu aggressiv. Ja, er hat halt noch die MP7, ne? Ja, warum auch immer. Ja, weiß nicht. So, jetzt die eine AK gesaved gehabt. So, da liegt ein Autosniper in der Base von den Ts. Bababam. Wer hat die denn? Skadoodle hat sie. Butler hat die natürlich. Das war echt ein netter One-Shot. Vom Stern. Irgendwie haben die anderen nix als auch in Kopenhagen, oder? Bitte? Haben die anderen nix als in Kopenhagen? Dieser Stern und ECPK kommen mir jetzt nicht so bekannt vor. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer in Kopenhagen war. Also, ja, Kurs war da, aber ich... Line-up, keine Ahnung. Also Skedoodle war mit Sicherheit und Michael 3D auch. Ja, ja. Und Enger auch, das weiß ich, aber okay. Die anderen Namen konnte ich mir nicht so einbringen. Oder die haben einfach in der Isaiah einen anderen Nick oder so. Das kann auch sein. Also jetzt muss Faculty echt ihre CD-Runden holen, also vielleicht mal die defensive Aufstellung probieren, die sie auf jeden Fall auch haben, was ich weiß. Mantis mit Aave? Nö, das Line-Up war scheinbar das gleiche, dasselbe. Oh, hat Kirby da aggressiv Cutters gepusht oder was? Ja. Kriegt Headshot kassiert. Ach, schade, dass sie hier so aggressiv gehen. Weiß nicht, warum er das dann so beibehält, also... Ja. So wie es. Sobald man da zwei Runden kassiert, dann muss man da auch mal variieren, einfach.
eingenommen. Bam. Fünfte Runde. Wieder eine Eco, heißt 13. Runde für Curse. Das ist, ja. So gut. Bitte, nachdem man eigentlich 6 solide T-Runden geholt hat. Zweite Map war? Das 2? Ja. Das 2 und danach Cash. Ist nicht so gut für die Deutschen, wenn sie jetzt noch das verlieren. Noch ist es ja nicht vorbei. Ja. Also jetzt Eco, danach defensiver Aufbau. Mal gucken, wie da Kirst damit zurechtkommt. So, wenn sie die Runde verlieren, dann ist es eigentlich schon fast gegessen. Also semi-aggressiv diesmal. Rein theoretisch. Nach diesem Best of Three kommen da noch Matches? Nee. Geht erst nachmittags weiter um 17 Uhr, glaube ich. Unserer Zeit. Ja. Wie schnell sie da aber auf den Go spielen, die Curse, Leute. Boah, Simon konnte da zum Glück noch einen aufhalten. Letzten angesagt, Flash kam von hinten. Sehr schön. Auf geht's jetzt. Mit 3 Mann überlebt. Kann man jetzt auch droppen. Die Curse-Spieler haben aber dick Geld. Die können ja locker noch 2 Runden kaufen. Morgen geht's dann straight durch quasi von 17 Uhr bis wieder in die Nacht rein, glaube ich. Je. Finale ist dann, glaube ich, Sonntag 17 Uhr. Ne, 19 Uhr sogar erst. Also eigentlich eine gute Zeit dann Sonntag. Ja, man kann jetzt endlich mal den First Strike aufsetzen. Ja. Aber guck mal, sie locken das jetzt weiter in Offensiv. Asmo wieder mit Autosniper. Und guck mal, er zielt nicht. Er hat Angst gegen die. Boah, Achtung, da kommt ein Boost, kommt ein Alter. Tower, ne? Ja, ich seh ihn grad. Oh mein Gott. Nice. Boah, jetzt wird gesmoked zum Glück. Der ist halt richtig gut, der Tower, ne? Ja. Kann ich auch noch nicht. Und Asmo schießt auch durch die Kiste. Geht da überhaupt was durch? Ja. Mit der Waffe wahrscheinlich schon, oder? Auch mit den anderen Waffen. Echt? Aber nicht. Kommt wieder der Tower, jetzt ist Asmo tot. Ja, krass. Sehr schön gespielt von Curse. Okay, wir müssen ihn übernehmen. Einer kommt raus, wichtiges Duell. Oh, Kirby verliert es leider. Kommt der Spot offen. Schneller Retake-Versuch. Oh, da kommt aber die Flex von hinten. Mats ist schon drin. Aber sie sind blind gerade. Simon rechnet aber nicht mit von dem Links. Oh. Ach. Wichtigste Duell hatte da der Kirby verloren, leider. Ja, war ja gesagt. Ach man, 9-14. Jetzt haben wir kein Geld. Runde gewonnen, Runde verloren. Das war's dann wohl leider auf der ersten Map. Boah, und Dynamic führt auch auf Mirage 6-2 gegen Very Games. Yes, jo. Gesagt. Das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt.
Oder doch, die haben noch vorher trainiert gegen Knip, hab ich das gesagt? Ja, das. Ja, ziemlich am Anfang heute irgendwann, glaube ich. Also. Schöne Shots von Mantis. War das die Runde nicht eben gerade, wo Mantis den First Jack gesetzt hat? Die sie dem verloren hatten? Nein, ne? Boah. Das ist zu schnell, die Bombe war sogar down. Also, Schedule trifft auch echt ganz solide mit Arbe. Ja. So, auf geht's, Mann. Nochmal rankämpfen hier, bitte. Ich geh mal in der Halbzeitpause ein Bild von dem an. Wenn du Eddie kennst, dann denkst du echt, der ist das. Ich weiß noch, wie Eddie aussieht. Schon ein sehr, sehr anderer Spielstil von Curse, wie schnell sie da teilweise die Sachen spielen, wie es sie auf Contact da mit angehen. Das hat man bei den anderen Matches vorhin nicht gesehen. Die sind da auch am Schlitz-Sniper-Pad. Wer sieht ihn? Auch mal schießen? Da glaube ich eine Flash oder so haben. Oh. Boah, schöner Schuss auf jeden Fall. Ja. Gadudel-dudel-buddel. Oh, damit sieht ihn auseinandergenommen. Achso, macht das einzig Wichtige, aber holt nur einen. All on SMN. Simons Pose hier auf bekannt. Ah, warum sehen da jetzt. Okay, Bombe läuft doch auf B. Er hat kein Kit. Keine Ahnung, wo der andere ist. Das dürfen sie eigentlich nicht abgeben. Werden sie auch nicht, vor allem weil er kein Kit hat. Ja. Das dauert viel zu lang. Auch wenn er nochmal gute Hits setzt, aber. Das ist die erste Map. Leider für Curse. Die zweite Map wird D2 sein. Ich hoffe, ihr bleibt noch dran hier in den frühen Morgenstunden. Bis gleich. Hier, zweite Map. Oder wollen wir fix rübergehen? Was meinst du? Auf Nee, das dauert nicht so lange. Okay, gut. Also, bis gleich.